wenn hier den ganzen Tag irgendwelche Rettungseinsätze gefahren werden und die Feuerwehr mit Blaulicht hier raus und rein. Wir müssen in 3 Wochen dieses ganze Gebäude und auch das Gebäude drüben komplett leer räumen. Am besten jetzt mal einmal so einen Übersicht-Lageplan über. So, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielen, vielen Dank erstmal für die ganzen positiven Rückmeldungen zum letzten Video. Das motiviert dann auf jeden Fall gleich direkt weiterzumachen. Insofern nehmen wir auch gleich die Fortsetzung auf. Ich habe euch ja im letzten Video erzählt, dass wir das Autohaus vorne auf unserem Gelände vermietet haben an einem Motorradhändler. Und damit ihr einen Überblick bekommt, würde ich sagen, lasst mir einmal kurz eine Drohne steigen. Ich zeige euch das ganze Gelände nochmal mit der anderen Vermietsituation. Da ist nämlich auch in der Zwischenzeit einiges passiert. Und dann starten wir rein. Mein Vater war nämlich heute so spontan und hat eine Bodenschleifmaschine organisiert, wo wir hinten dann schon mal den Bereich renovieren werden oder anfangen zu renovieren werden heute, wo wir dann nachher mit unserem ganzen Kladderadatsch umziehen werden. Schon angekündigt, dass es noch einiges an Arbeit ist. Es muss hier alles raus und hinten rein. Das heißt, Platz schaffen, fresh machen und ja, let's go. Der erste Mieter hier auf dem Gelände war relativ direkt am Anfang der TÜV Süd. Mittlerweile auch ganz gut erkennen hier an der Beschilderung. Die haben hier quasi diese 2 Fahrzeugprüfhallen gemietet, die auch damals im Autohausbetrieb schon als solche genutzt wurden. Also da hat damals die Dekra geprüft. Das heißt, da ist schon eine Grube drin gewesen, Rollenprüfstand und so weiter. Die haben das ganze Ding aber einmal komplett kernsaniert, also alles rausgerissen, neu gemacht. Sind noch nicht ganz fertig, deswegen können wir es euch jetzt gerade noch nicht zeigen, aber sicher, wenn die Jungs durch sind, dann gehen wir da auch mal zusammen rein. Da wird in Zukunft alles stattfinden, von normalen TÜV-Prüfungen bis Oldtimer-Abnahmen, 21er-Abnahmen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, das auf dem Hof zu haben und einen guten Draht zu den Jungs sich zu wahren, ist ja klar. Zweiter Mieter, auch total unscheinbar hier, ohne Beschilderung, ist tatsächlich die Stadt Hamburg in Form der Feuerwehr. Das heißt, hier in dieser ersten Halle ist eine Feuerwache drin. Ja, das sieht nicht so aus, ist aber so. Ist auch nur übergangsweise, weil die parallel hier irgendwo in Rahlstedt gerade ihre neue Feuerwache bauen. Und solange die neue quasi im Bau ist, also ein paar Jahre lang, bei städtischen Bauprojekten vielleicht auch ein paar mehr Jahre, ihr wisst es, sind die hier drin. Das heißt, von hier aus werden wirklich aktiv so Rettungsfahrten, Löschfahrten gefahren. Ihr seht es hier, stehen Autos drin. Ich habe mir im Vornherein ein bisschen Sorgen gemacht, dass das hier unser Wohlbefinden auf dem Hof ein bisschen beeinträchtigen wird, wenn hier den ganzen Tag irgendwelche Rettungseinsätze gefahren werden und die Feuerwehr mit Blaulicht hier raus und rein. Aber das ist tatsächlich überhaupt nicht so. Also ich habe den auch mal angesprochen, sag mal, fahrt ihr überhaupt von hier aus los? Weil ich bekomme das ungefähr einmal die Woche mit, dass da irgendjemand mit Blaulicht rausfährt. Er hat mir dann auch irgendwie gesagt, ja, nee, ist eigentlich relativ viel sogar. Aber keine Ahnung, anscheinend nicht zu den Zeiten, wo ich hier bin, jedenfalls ruhiger, entspannter Mieter natürlich auch. Jetzt die große Neuerung, ein Vertragshändler im Motorradbereich kommt hier rein, wie gesagt, nutzt diese Fläche als Ausstellungs- und Verkaufsfläche und hat auch gleichzeitig den ehemaligen Servicebereich gemietet und möchte hier drin seine Werkstatt einrichten. Weil natürlich das vorher eine Bürofläche war und jetzt eine Werkstattfläche werden soll, muss da einiges an Änderungen stattfinden. Außen setzen die, glaube ich, hier irgendwo einen Rolltor ein. Wir haben selber jetzt hier schon unseren Gärtner einmal rübergeschickt, weil von diesem Baum die Wurzeln den ganzen Bereich hier so ein bisschen aufgewühlt hatten. Sieht man hier auch noch, das wurde alles ein bisschen neu verlegt. Und hier musste das angeglichen werden. Sieht man irgendwie gar nicht mehr, dass es passiert ist, aber jedenfalls diese Kante ging quasi einmal durch. Und weil die Motorräder, ja, weil das hier als Durchgangsfläche für die Werkstatt benutzt werden soll und hier die Motorräder dann stehen, musste das so ein bisschen begradigt werden. Das ist alles schon passiert. Moin. Boah, ich bin auch ein bisschen froh, wenn ich hier vorne weg bin, ehrlich gesagt. Das ist auch noch so ein Punkt, dass den ganzen Tag hier gehupt wird und irgendwelche Leute reinkommen. Das lenkt einen immer so ein bisschen von der Arbeit ab. Gehen wir mal rein. Wir sind ja damals schon mal zusammen durchgegangen. Eigentlich hat sich seitdem nicht viel geändert. So eine klassische Opel-Service-Annahme. Ja, das kommt natürlich alles raus. Die Schreibtische und so weiter werden wir wahrscheinlich selber nutzen, hinten reinstellen. Und dann bin ich der Meinung, ziehen die hier irgendwo eine Wand rein, machen hier einen Werkstattbereich rein. Und ist eigentlich ganz geil, weil du halt wie so eine gläserne Werkstatt dann hast, von außen reingucken kannst. Vorteil ist, die Werkstatt ist dann immer sauber, ne? Und jetzt kommt's, Leute, wir müssen in 3 Wochen dieses ganze Gebäude und auch das Gebäude drüben komplett leer räumen, weil wir es ohne Möbel an den neuen Mieter übergeben müssen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht man mit den ganzen Tresen, den ganzen Schränken, den ganzen Schreibtischen, den ganzen Stühlen, den ganzen Bildschirmen, der ganzen Einrichtung, die ja noch gut ist. Also meiner Meinung nach wäre es einfach viel zu schade, das alles wegzuschmeißen. Deswegen habe ich drüben schon einiges bei Kleinanzeigen immer wieder nach und nach inseriert. Und die Leute holen das dann ab zu verschenken. Das heißt, irgendjemand freut sich,
Die Sachen werden weiter benutzt und wir haben keine Arbeit damit. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen, habe ich euch unten verlinkt. Im Prinzip alles, was ihr hier seht, ist kostenlos abzuholen. In Kleinanzeigen-Account mal reingucken, was da noch da ist, eine Nachricht schreiben und dann kann das hier losgehen. Die ganzen Bildschirme, die ganzen Rechner, alles, was hier so rumsteht. Hier sind noch Aktenschränke. Ja, und drüben geht's weiter. So, Pia, wir machen Kleinanzeigen hier. Alles muss raus, alles muss weg. Ja. Dein schöner Tresen hier auch, dein Liebgewonnener, was sagst du? Ist in Ordnung. Da kann losgehen. Ja, hier noch so ein großer Empfangstresen. Also diese ganzen Kästen hier wären theoretisch auch abzugeben. Zwar gesagt, dass der Mieter die selber entsorgt, aber wenn jemand die haben will und damit was gebrauchen kann, das hat natürlich alles mal ein Schweinegeld gekostet. Kann man die auch gerne haben. In jedem Büro halt hier Schreibtisch, Schränke, Stühle, kann alles weg. Ich glaube, das wird spannend hier die nächsten Tage, Pia. Da kommen die Leute ran. Ja, die ganzen Autos müssen natürlich auch hier raus. Und das wird so mit die größte Herausforderung, dafür einen neuen Platz zu finden. Hab zwar schon einen Plan, aber das wird auch eine Menge Arbeit. Die ganzen Kisten raus hier, weil ihr habt die Halle hinten vielleicht vor Augen. Die ist jetzt schon voll. Dann müssen wir gucken vielleicht, dass wir nicht horizontal, sondern vertikal stapeln. Unten geht's weiter. Willst du mal zeigen, Pia, was du hier die letzte Woche getrieben hast mit meiner Mom? Oh, was gibt's Schönes? Nudeln mit Pesto. Ja. Alle echt der Luxus-Lifestyle, ne? Die Leute können sich das mal gar nicht vorstellen, wie wir hier leben. Hammer, ich liebe die Küche. Ich finde das auch geil, aber die Kochplatte ist leider ein bisschen schwach. Ja, kurz vorm Umzug haben wir hier 14 Paletten aus den letzten anderthalb Jahren von unserem Klamottenlager zugeschickt bekommen. Das waren Retouren und weil wir die gar nicht woanders lagern können, haben wir gesagt, wir machen jetzt nochmal eine wilde Aktion. Pia und meine Mom saßen eine Woche lang, haben jedes Teil einzeln ausgepackt, überprüft und wieder eingepackt. Und das Ganze dann jeweils 5 Teile in diese ganzen Boxen hier gepackt. Und das kloppen wir jetzt raus als Mystery-Boxen. Das heißt, ihr bestellt einen Artikel, wisst nicht, was drin ist, bekommt 5 von den Hoodies, Hosen, Jacken, T-Shirts, alles ist da drin. Half-Zips, Crewnecks, alles. Jeweils in einer Größe halt, ne? Ja, genau. Das heißt, ihr sagt Mystery-Box, Größe L, bekommt 5 Artikel, zum Beispiel diese 5 oder diese 5. Oder diese 5. Die Sachen sind alle in Ordnung, sind alle überprüft. Und dafür hauen wir das Ganze raus zu einem ganz wilden Kurs. Und zwar kostet ein Hoodie ja bei uns ja, 75 Euro, Crewneck 70 Euro. Also rechnen wir mal 70 Euro mal 5 sind 350 Euro. Normalpreis. Und die Mystery Boxen hauen wir raus für 119. Alter. Nee, da will ich nichts mehr hören. Ja, es muss ja alles raus jetzt. Ne? Es muss ja alles diesen Monat noch raus. Könnt ihr hier mal einen kleinen Sneak Peek reinwerfen, was euch so erwarten könnte. Das sind ja eigentlich alles geile Sachen. Kannst du auf jeden Fall nicht knurren, Pia, für ein Drittel vom Neupreis? So, lassen wir uns das schmecken hier. Ich weiß nicht, wie oft ich bei dem Lidl schon Nudeln mit Pesto gekauft habe. Die Leute haben schon Angst um meinen Arbeitsplatz gehabt nach dem letzten Video, ne? Ja. Leute, was denkt ihr denn? Ich bleib hier. Machen wir weiter mit unserem Hofrundgang, Freunde. Wir haben heute Morgen noch mal eine Anlieferung bekommen, alles mögliche an Gerätschaften. Hier drin ist, glaube ich, schon so eine neue Unterflurbühne eingebaut. Da hinten kommt der Lichteinstellgerät auf so ein Schienensystem hin. Aber wie gesagt, da können wir auch noch mal durchgehen, wenn wir hier komplett fein sind. Parkplätze sind hier natürlich auch einige, die jetzt noch leer aussehen, aber auch vermietet sind. Also das hier zum Beispiel gehört mit zum TÜV. Diese Fläche hier gehört auch mit zum TÜV. Da ist gerade die Überlegung, einen Bürocontainer noch hinzubauen. Die ganzen Parkplätze hier an der Hauswand sind von der Feuerwehr. Hier ist ja Max seine eine Halle und die zweite da hinten. Und dann haben wir ja hinten hier noch unsere große Freifläche. Wurde ich in den Kommentaren auch schon ein paar Mal gefragt, was ich jetzt mit Linienbusse mache. Nein, ich bin nicht noch in den Bushandel eingestiegen, sondern die Fläche haben wir vermietet an ein Busfuhrunternehmen, die Schienenersatzverkehr anbieten für HVV, VHH und so weiter. Das heißt, die Busse stehen hier ja eigentlich hauptsächlich abends, nachts, wenn die gerade nicht fahren und tagsüber sind die unterwegs. Und dafür haben die die ganze Freifläche hier gemietet, inklusive diesem Container hier. Das hier ist noch ein Feuerwehrcontainer, da lagern die irgendwelche Gerätschaften drin. Und ja, genau, deswegen ist es so eigentlich. Ich blende euch am besten jetzt mal einmal so einen Übersichtlageplan über, dass fast alles an Flächen genutzt wird bzw. vermietet ist und ich selber mich jetzt hier zurückziehe auf hauptsächlich diese beiden Hallen. Atem, moin. Genau, in der ersten Halle soll weiterhin geschraubt werden und diese Halle wird dann quasi der neue Ort, um Fahrzeuge zu lagern. Dazu müssen dann erstmal die beiden LKW-Bühnen raus. Die eine werden wir wahrscheinlich hier hinten in dieser einen Lücke neben der anderen Zweisäulenbühne wieder aufbauen und diese Bühne ist zum Verkauf.
Kann ich auch mal einen kleinen Schwenk aufs Typenschild machen. Falls jemand Bock auf so eine Bühne hat oder Interesse, schreibt mir eine Instagram-Nachricht. Die ist auf jeden Fall abzugeben. Und ansonsten kann man, denke ich, sehr, sehr viel aus dieser Halle machen. Da will ich jetzt aber nicht zu viel vorgreifen, denn das wird ein eigenes Video. Ja, jetzt können wir hier, jetzt kriechen wir hier mal zwischendurch so eine ganzen Aufsteller und so weiter. Davon haben wir auch noch einige im Keller stehen. Also wenn jemand auf sowas Bock hat, kann alles weg. Jetzt geht's hier nämlich rüber zu unserem zukünftigen Bürobereich, dann sag ich mal. Das ist das hier, ehemaligen Sozialräume von den Werkstattmitarbeitern. Hier standen die ganzen Tische, Stühle und so weiter, hier wurde Mittag gegessen. Man ist schon rausgeräumt bzw. abholen lassen von Leuten, die das halt über Kleinanzeigen sich gezogen haben. Hier nochmal zur Orientierung, da ist der Hof, also hier sind wir gerade quasi einmal außen rumgelaufen. Hier standen Spinde, die wurden auch schon abgeholt. Und genau, dann sind hier zwei Räume. Hier ist das Badezimmer, beziehungsweise ja, halt nicht sehr geil aufgeteilt, muss man sagen. Waschbecken und dann hier hinten drin die Klos, die auch gemeinschaftlich mitgenutzt werden von der Feuerwehr, die da hinten ihre Räumlichkeiten hat. Das heißt, das hier, sagen wir mal, der Sanitärbereich ist und bleibt so ein bisschen gemeinschaftlich. Und das hier ist das, was wir quasi jetzt als neue Bürofläche nutzen wollen. Hier habe ich mir überlegt, könnte man irgendwie ganz nice eine Küche reinmachen. Muss man halt gucken, wie das ist mit Wasserzug und Ablauf. Also dadurch, dass ja halt hier auf der anderen Seite der Wand die Waschbecken sind, glaube ich, kriegt man das schon irgendwie hin. Ich weiß nicht, ob das dann vom Durchmesser und so weiter reicht. Das ist sicherlich auch eine Sache, wo wir Hilfe benötigen. Generell brauche ich hier auf jeden Fall ein paar Gewerke, einen Elektriker für die ganzen Lampen, einen Klempner für, wie gesagt, hier so Wasser in der Küche, einen Glaser, da bin ich aber schon dran, da kriege ich jetzt die Woche hoffentlich noch ein Angebot, um die ganzen Fensterscheiben zu ersetzen. Das sind halt so ganz alte, einfach verglaste Industriefenster, die zum großen Teil auch schon gebrochen sind, deswegen wollen wir die einmal neu machen. Und dann wird hier ja, in den nächsten Wochen einmal alles renoviert. Das wird alles hier angeditscht. Das heißt, ja, hier standen auch Regale drin, die wurden auch am Wochenende von jemand über Kleinanzeigen abgeholt. Das ist echt ganz praktisch. So, also erster Step ist hier auf jeden Fall, in dem ganzen Bereich den Boden zu schleifen. Und dafür, wie am Anfang des Videos angekündigt, haben wir uns hier schon was besorgt vom HKL Baumaschinenpark. Und zwar ist das so ein Bodenschleifer, habe ich noch nie benutzt, so ein Ding. Aber das gucken wir uns heute mal an. Das ist eigentlich nur so eine Schleifscheibe mit einem Elektromotor und hier so ein Anschluss für einen Staubsauger. Den werden wir da gleich mal irgendwie festtapen und dann fange ich an, die Scheiße hier abzuschleifen. So, dann wollen wir mal gucken. Digga, das macht das richtig. Das macht auf jeden Fall den ganzen lockeren Scheiß da ab. Das hast du gut überlegt, aber selber zu machen. So, wir sind jetzt zu zweit dran. Aber die Masken sind echt gut, ne? Deine ganzen Haare sind weiß. Sieht aus wie vollgeschneit. Alter Vater, Freunde. Wir waren jetzt ungefähr 4 Stunden zu zweit da dran. Hab mir nochmal andere Masken besorgt, weil das mit der FFP2-Maske auf jeden Fall überhaupt nicht ausgereicht hat. Also man steht da komplett im Staub drin. Ich habe es generell ein bisschen unterschätzt. Also ich habe quasi das Ding bedient, geschoben. Pia ist mit der Kabeltrommel und dem Staubsauger hinter mir hergelaufen. Und dann haben wir hier zu zweit die 150 Quadratmeter weggeackert. Ich denke, ganz erfolgreich. Also Hintergrund ist der, hier war ja ein beschichteter Boden drauf, der so abgeblättert ist. Und wir wollen den neu beschichten. Handwerker hätten jetzt auf jeden Fall nicht in unseren Zeitplan reingepasst und auch nicht ins Budget.
Fürs Abschleifen hätte ich wahrscheinlich da schon 2.000-3.000 Euro bezahlt und so haben wir das eben schnell selber gemacht. Jetzt muss das Ganze, wie gesagt, noch beschichtet werden. Sachen habe ich schon bestellt. Und dann geht das weiter. Entweder zuerst Wände streichen oder Boden beschichten. Weiß ich nicht, wie man das macht. Muss ich mich nochmal informieren. Dann, wie gesagt, Elektriker wäre ganz nice, wenn sich jemand meldet bei Instagram oder so. Ein Klempner für die Küchenanschlüsse. Und dann kann das hier losgehen. So, Pierre ist schon am Feierabend. Ich mache jetzt auch Feierabend. Man muss auch echt sagen, also das ist nicht selbstverständlich, dass man Mitarbeiter hat, die so eine Scheiße mitmachen. Pierre ist echt eine gute, aber das wisst ihr ja schon. Freunde, ich hoffe, euch hat das kleine Update gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao. Und denkt dran, heute 18 Uhr im Shop Mystery Boxen ergattern. Es gibt nur 300 Stück ungefähr. Also seid schnell. Denkt mal, die werden schnell weg sein, weil es lohnt sich. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.